Jo, moin, Flüte und ahoi, liebe Landratten da draußen und damit herzlichst willkommen zurück zu Choo-Choo Bounty Train zusammen mit dem guten Valvo. Servus und hallo. Ich wusste eigentlich, wir haben uns gerade den Kommentar von Willi durchgelesen und sehr geschmunzelt wegen einem Backseat Gaming. Ja. Aus Folge 5 war es jetzt. Kommt hin, ja. Ja, sehr amüsant. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter so. Backseat Gaming aus, an. Ja, wir schauen mal, was die Welt so bringt im Jahre 1860. Damals! Und neben dem Backseat Gaming habe ich eigentlich dann auch noch die Dinge durchgespielt beim letzten Mal, die Skirmish-Sache bei damals. Das nenne ich Multitasking. Alter, war das in derselben Aufnahmesession wie diese Folge da? Oder was die nächste? Weiß ich gar nicht. Also, wir sind schon bei einigen Folgen. Also, das ist ja schon die dritte oder vierte Aufnahmesession, deswegen. Also wenn du das auch noch geschafft hast, dann Halleluja, dann Hut ab. Auch hier rum ist schon hier sind die Roland, ihr Dolleger. Was haben wir uns denn freigeschaltet, weil du irgendwas gesagt hast, wir haben uns bis Cincinnati was freigeschalten. Nee, wir wollten, weil da müssen wir Bruder Taxwell oder sowas hinbringen. Warte mal, wo war das? Hier, Cincinnati. Wir sollen fahren nach Washington, gibt George Higgins Dynamit. Oder hieß es, nee, er wohnt in Cincinnati. Oder irgendwie so hieß auch der Text, den wir da hatten. Aber können wir gerne machen. Weil da hätte ich. Ich habe gerade offscreen gespielt und da kam eine Backseat tolle Gaming an. Ich habe dir eh schon davon erzählt, dass man eine neue Lok bekommt. Ich weiß aber nicht, ob das Quest vielleicht noch, Achtung, gelockt ist. Und sich erst später freischaltet. Aber so eine neue Lok wäre schon ganz geil. Wir haben unsere erst letztens aufgerüstet, aber ja. Naja, die ist auch ziemlich am Ende von der Tragekapazität, so was ich mal, was wir so gesehen haben. Sag mal, ich bin ja ein Fan von sehr viel künstlerischer Freiheit und ich finde diese Grafik auch total geckig. Aber nichts Negatives sagen, die ist mega. Nee, ich finde sie auch mega, aber was zum Henker hat eigentlich entweder ein römischer Tempel oder die griechische Akropolis hier zu suchen? Stimmt. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst. Sie die Freiheitsstatue nicht nehmen und haben deswegen die Akropolis dahin gebaut? Nichts Genaues weiß man nicht. Es ist New York. Oh, was soll das? Ich weiß aber auch nicht, ob das alles wirklich da so liegt, ob Boston bei New York liegt. Boston liegt oberhalb von New York, das ist schon richtig, echt? Ja. Ja, okay. Ja. Das ist schon akkurat korrekt, deswegen vermisse ich ja hier unten Miami. Miami. Wo ist Miami? Alle trauen um Miami. Miami. Da war ich übrigens noch nicht in meinem Offscreen-Spielstand. Ich bin bis... Können wir rausscrollen? Ja. Philadelphia gekommen. Nee, da unten noch. Charleston, genau. Charleston, ja. Charleston und daneben dieses Atlanta. Da war ich Atlanta. So. Atlanta. Da bin ich mal gelandet. Drecksloch. Okay. Ich hab von der Stadt nichts gesehen, aber. Die Gesellschaft, die uns abgeworfen hat, die war die Hölle. Willst du uns drüber erzählen? Es war damals. Es war einer dieser Tage. Es war halt ein Sturm und wir sind irgendwie eine halbe Stunde länger im Orbit. Im Orbit, sag ich schon. Es war ein langer Flug, wir sind auch im Orbit. Nein. Orbit ohne Zucker. Wir sind über diesen Flughafen gekreist, bis wir endlich landen durften. Und es hieß: keine Panik. Die anderen Flugzeuge, die warten eh alle, die konnten ja auch nicht starten wegen Sturm. Verlassen sie einfach den Flieger, schnappen sie sich ihr Zeug. Gepäck wird eh automatisch zu ihren Flieger gebracht und ja. Haben wir dann auch alle als Gruppe getan, sind rübergewatschelt. Und da hieß es dann, ja, wir haben vor 5 Minuten die Tür schon geschlossen. Wir dürfen auch nicht mehr aufmachen. Flieger ist weg. Okay. Nächster Flug ist in 2 Tagen. So, da hat Anno aber einen Aufstand gemacht, der beinahe zu einem internationalen Zwischenfall gesorgt hätte vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sehr... Du bist auf der Blacklist, oder? Ich bin Amerikaner, ich kann nicht auf die Blacklist, glaube ich, oder? Echt?
Echt, du bist Ami? Ich bin Ami, ja. Geboren. Okay. Hier, da komme ich her. Also warte mal, hier ist die Stadt. Wenn das Hinterland ist, dann komme ich ungefähr von da. Da vom Lande. Nee. Da vom Tunnel. Da vom Tunnel, ich bin Tunnelkind. Wenn hier die Stadt ist, dann kommt das ist hier so. Bist du wirklich geboren dort? Ja. Okay, cool. Geil. Bundesstaat New York. Wow. Ja. Nice. Was man da alles erfährt nach 10 Jahren oder wie lange ist. Na gut, ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, das zu wiederholen, weil ich das bei Daru damals immer mal erwähnt hatte, okay. Oder weil wir da irgendwie aufs Thema kamen. Aber... Jedes Mal. Übrigens. Übrigens. Das du schon. Wenn die Zuschauer es wussten, können sie es immer in die Kommentare schreiben. Backseat naja. Gaming erwünscht. Bei mir immer. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich liebe Tipps und Tricks. Also ich... Es sei denn, ihr wollt, dass ich mich daran abquäle und dann habt ihr Belustigung, Entertainment und ich Stress. So, was haben wir denn? In 23 Tagen kriegen wir $68 aus unseren Dividenden zurückgezahlt hier. Ja. Fahren nach Washington. So, was kosten die Strecke Washington? 200. Gib George Higgins das Dynamit. Ist der... Ne, warte mal, das ist nicht Washington. Wo ist denn Washington? Hier unten. Oh wait. 200 plus 300... Dann sind wir blank. Okay. Dann sind wir blank. Okay. Ich wusste ja, dass wir gesagt hatten, wenn wir die ganzen Streckendinger, die wir bis nach Cincinnati irgendwie brauchen, dann sind wir pleite. Deswegen, okay. Wir müssen Geld sorgen. Geld besorgen. Nicht, wir haben Geld sorgen und deswegen müssen wir Geld besorgen. So, jetzt wobei Cincinnati sind. Würden wir ja anders auch erreichen. Ja, wie denn? Über Pittsburgh, oder? Wir kommen doch über Dinge schon. Buffalo, Pittsburgh und dann Cincinnati. Genau, das hier freischalten. Ja, mach mal. Da steht übrigens kein Preis. Okay. Na gut. Dann klappt das noch nicht. Ist ja gemein. Ja. Die zwingen uns quasi hier unten drüber irgendwie irgendwo. Irgendwann. Ja. Dann machen wir das halt mal. Also wir können uns ja zumindest schon mal... Wann hatten die noch irgendeine Aufgabe in Philadelphia? Ja, hier, der japanische Plunder. Mhm. Wenn man es nach und nach du überlegst wahrscheinlich gerade wegen dem Nach- und Nach-Freischalten, oder? Ja, wegen dem Geld. Also 200 ist okay, aber wenn wir jetzt 500 ausgeben, dann dauert es halt länger, sich wieder hochzukaspern, weil man irgendwie nur so eine Frucht einladen kann. Mhm. Okay, ja. Ich dachte, du meinst, wenn wir jetzt in Philadelphia sind, dann kaufen, weil das wird doof, weil wir bis dahin ja immer wieder Ausgaben haben. Und dann würden wir unter die 300 fallen, genau. Die wir jetzt brauchen. Aber wen haben wir denn als Passagier? Ach, das ist unser Bruder Robert, ne? Den müssen wir bald loswerden, den Robby. Den werden wir hier hinten los, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Okay. Ja, dann schauen wir mal, was wer nach Philadelphia möchte. Ich fände es übrigens wesentlich einfacher, wenn man einfach auf die Stadt klicken könnte, anstatt diesmal hier oben über diesen Globus. So. Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch. Cincy, Richmond, Utica, Buffalo. Alles nicht so geil. Hier, Cincinnati. Der will auch dorthin. Ja. Gibt uns auch ein bisschen Zeit und auch ordentlich Asche. Aber das aber kostet zu viel. Das ist auch zu weit weg. Was haben wir denn hier vielleicht? Ist hier vielleicht irgendwas nach Philly, hier unten? 6 Tage. Nahrung. 2 Einheiten Nahrung. 2 Säcke laden. Liefere die Fracht nach Philadelphia, sprich mit dem Beamten im Rathaus. Könnte klappen. Magst du nachschauen, ob es sich ausgeht oder sagen wir YOLO? 6 Tage müsste sich ausgehen. So die nächste Denk Stadt hier unten gleich, oder? Wir brauchen 2 und 9 okay. Stunden. Wenn jetzt halb beladen. Wenn jetzt halb gar nicht beladen. Ah! Doppelklick! Ich wollte es unbedingt mal testen. Doppelklick geht. Okay. So. Nehmen wir mit also, ja? Annehmen, Philadelphia, Nahrung, wunderbar. 2. Wir können noch... Oh, das ist so süß klein, ey. Was 10. In meinem Spielstand kann ich schon viel mehr mitnehmen. Wie war das jetzt so, bei Timeline so eng, wo wir hier auflegen konnten bei Skype oder so, ne? So, Passagiere haben wir nicht und Fracht, ja, wir kennen glaube ich wieder Philly nicht, was die wollen, ne? Nee. Wir könnten dasselbe probieren.
Was wir jetzt gerade schon eingelagert haben, weil da ist oft eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch gut weggeht. Wollen wir vom 8 Tonnen Nahrung noch mit? Ja, hau rein. Ist doch nicht so teuer. Wir sind Thomas und Efra. Ach, das waren unsere Angestellten hier, ne? Unsere. Ja, genau. Schießkonvuls. Keiner. Dann. Nee. Mal los. Auf geht's. Ich guck nochmal vor, wie lange es jetzt dauert. Drei Tage. Okay. Läuft. Ausgezeichnet. Oh, guck mal, hier ist ein Lager aufgetaucht. Und hier offensichtlich auch. Meine Grüße, Zivilist. Bitte bleiben Sie ruhig und beruhigen Sie. Was? Und bereiten Sie Ihren Zug auf eine Durchsuchung. Bleiben Sie ruhig und beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Das ist nur ein Überfall. Okay, weißt du? nein, natürlich. Was haben wir? Waffen, Alkohol? Nee, haben wir nicht. Nein, natürlich nicht. Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Gut, alles in Ordnung. Tut mir leid, Soldaten, aber eure Vorräte sind einfach zu verführerisch. Angreifen. Nee, machen wir nicht. Alles gut. Ich dachte, du kriegst drauf. Das. Weil ich es ja vorgelesen habe. Ja, du, ich bin verpeilt, aber nicht so verpeilt, vielleicht. Also. Das ist das richtige Backseat-Gaming. Wenn du mich mit Absicht noch in die falschen. Aufs falsche Gleis lockst, ja. Aufs falsche Gleis. Ich bin in Sachen 2 Einheiten Nahrung nach Philadelphia hier. Philadelphia, ich habe die Ware hergebracht. Ich hätte nur gerne meine Bezahlung. Danke. Anlieferung 6 Einheiten Nahrung. Oh, wie wär's, wenn wir das annehmen? Ja, mach. Annehmen. Das habe ich letztens auch gemacht. Das ist so geil. Guck mal, wir haben Nahrung dabei. Ist was ein Zufall, aber auch. Dann haben wir gleich schon Ruhe. Ich glaube, das ist der beste Ruf, den wir überhaupt haben. 38, oder? Nice. Und die 2 kannst du noch verkaufen in meinem Lager. Wo ist denn das Lager? Da. Ist gezeichnet. Genau das Richtige gekauft. Plumps, plumps. Na, also dieser Hellseher war immer schon ganz gut, oder? Ich wusste, warum ich dich dabei habe. Es muss einen Grund haben. So. Okay. Fahren. Was haben wir denn da für ein Spezialgebäude? Sprich, ich sehe da irgendwie Drugstore oder so. Achso. Apotheke? Ja, da. Wie kommen. Okay. Okay, das ist dein Text. Mach nichts, aber wir hatten die Apotheke, glaube ich, in Utica oder Buffalo schon. Aber willkommen in meiner Apotheke. Ja. Nur die besten Medikamente. Was möchten Sie kaufen? Zeigen Sie mir ein Wort. Jetzt schnell. Okay. Gut, ja, dann kennen wir schon. Starke Heilkräuter. Energiekräuter. Ja. Übrigens. Was ich noch vergessen habe. Wir können schon. Okay. Müssen die anderen separat ausrüsten. Wir müssen unsere Leute, du kannst das auf der linken Seite durchschalten. Wir müssen die separat ausrüsten. Also die haben nicht dasselbe Inventar, auf das sie zugreifen. Aber hier das ist heißt, auch dasselbe überall bei jedem. Vielleicht jeder so ein. Ja, aber du hast den Gürtel da unten. Das heißt, wir müssen unsere Sachen auch noch in den Gürtel reinpacken, um es zu verwenden. Oh. Jetzt aber nicht draufklicken, weil sonst würdest du es verkaufen. Ja, ja, also, ich kann es rüberziehen, oder? Ja, du nicht. Das sieht danach aus, ja, hier, das ist alles gut. Jetzt ist die Frage, nehmen wir für uns beides, medizinisches Fläschchen und die Heilkräuter, oder? Ja, die Sache ist, wir könnten hier ja auch noch was kaufen für die anderen Leutchen. Ja, wir könnten ein Fläschchen kaufen, dann geben wir denen zweites Fläschchen und wir nehmen die Kräuter. Dass jeder ein Fläschchen kriegt vielleicht. Jeder kriegt ein Fläschchen. Dame Milch. was ist denn das andere da? Dieses lilane Gesöff da? Energiekräuter. Achso, das war glaube ich nur für die Aufladefähigkeiten. Na, nee, finde ich nicht so geil. Ja. Ja, dann hast du die Auswahl zwischen dem Säckchen hier und dem Fläschchen. Plus 4 HP, Dauer 40 Sekunden, starke Heilkräuter der Ureinwohner. Das, die 4 das, HP pro Sekunde wiederherstellen. Ah, okay. Das heißt 160 HP heilen wir dadurch, aber halt über die Zeit. Das ist aber mehr als hier. Ja, das ist das große. Starke Heilkräuter. Genau. Und dann hätte man noch die Flasche daneben, die wäre halt sofort auf der rechten Seite. Da genau. Support 100 HP. Weniger her, aber halt sofort. Ja, wobei aber nicht gesamt, sondern also wenn wir 110 haben, wird sie nur 100 herstellen und wir hätten noch. Ja. Genau. Okay, ich frage mich jetzt gerade, ob wir gerade mit dem Kauf dieser Flasche einen Fehler gemacht haben. Kriege ich die unstuckt? Also
richtig geteilt? Müssen wir gucken. Beim Verkaufen, ja. Achso, passt. Okay. Sehr schön. Gitterfläschchen. Dynamit kannst du übrigens. Weiß ich gar nicht. Kannst du das auch einpacken? Ah nein, das müssen wir für irgendwen anliefern. Das müssen wir irgendwo anliefern, ja, nach Washington, glaube ich. Okay. Ja, und magst du noch dann ein Ding jetzt kaufen oder nicht mehr? Was denn, die Flasche? Weiteres. Ja, zum Beispiel. Oder ist uns das zu teuer? Hm. Musst du entscheiden. Pixel Gaming, dein Let's Play. Nimm mal eine Flasche mit. Okay. Für uns. Passt. Das ist das teure Zeug. Die große Flasche für uns. Die große Flasche für uns. Die große Flasche für die große Flasche. Gleich rübergezogen, sehr schön. Okay, der macht einfach kurz einen Prozess. Wer was? Wie was? Wo? Okay. Sprich mit Simon Keith haben wir hier. Keith? Keith. So. Hat sie Mr. Graham geschickt? Er sagte, jemand würde hier die letzten Kisten abholen. Ja, Mr. Graham möchte, dass seine Kunstgegenstände nach Buffalo gebracht werden. Ausgezeichnet. Ich lasse sofort Ihren Zug laden. Mr. Graham wird sich hoch erfreut sein. Gut. Eins. Friedigen. Haben wir jetzt schon was? Ich sehe da im Zug von nichts. 10. Ah, da. Da liegt was, ja. Japanische Kiste. Genau. Die muss man auch so betonen. Japanische Kiste. Hier ist ein Samurai drin. Bestimmt. na, warte mal. Buffalo lag wo? Oben links. Wenn dir das hilft. Wir müssen einmal nach New York und von New York nach Buffalo. Mhm. Oder wir machen vorher Philadelphia. Philadelphia sage ich. Das dahinter, wo wir hin wollten. Sind sie? Ja, wobei... Nee, nach Philadelphia, das andere, das wo wir die Quest haben. Washington. 300. Ja, ist auch... Ich frage mich ja, was kriegen wir denn eigentlich, wenn wir hier ihm seinen... Warte, gucken wir mal, was so für Quests gibt. Den japanischen Plunder müssen wir abschließen, der ist in 14 Tagen am Auslaufen. Oh, okay. Das hat getriggert, weil wir die Kiste an Bord genommen haben, oder? Weil das war vor ohne Zeitbegrenzung, bin ich der Meinung. Okay. Ja, dann müssen wir Buffalo machen. Was liegt denn auf dem Weg nach Buffalo? Immer noch New York. New York, Buffalo. Okay. Mhm. Gut, dann schauen wir mal, ob wir nach New York oder nach Buffalo irgendwas haben. Warte mal. Also im Rathaus war nichts, das habe ich schon gesehen. Da war nämlich nur anderer Müll. Müll. Cleveland, Boston, Cincinnati, nope. Ist das wieder grisselig heute? Meieiei. Das ist ja grisselig. Auch so die Übertragung, oder? Mhm. Deutsches Internet in Qualitätsform. So, wir sind in Philly. Wir fahren nach New York. Wir könnten mitnehmen Baumwolle. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Genau. Nee. Werkzeug? Na. Das ist das erste noch am besten. Das erste hat die höchste Gewinnspanne, ne? Ja. So, wir fahren nach Buffalo weiter. Hat die höchste Gewinnspanne. Also in Buffalo könnten wir sogar auch noch dasselbe zum selben Preis loswerden. Aber ich nehme an, wir verkaufen in New York und gucken wir, ob wir in New York noch was Schönes für Buffalo mitnehmen können. Ja. Gut. Wir sind ja noch nicht voll. Baumwolle. Bis jetzt. Zack. So. Wir fahren zurück. Let's go. 2 Tage schon mal immerhin. David Daniel, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du interessante Waren aus China dabei hast. Nee, aus Japan. Okay, dann kommst du jetzt zum ersten Kampf. Ich finde das voll diskriminierend, dass hier China steht, aber wir eine japanische Kiste haben. Oh, na gut, so ein Räuberbold, der schert sich vielleicht nicht drum, wo es her ist. Schlitzi, was gehört. Hauptsache Schlitzi, genau. Genau. Egal, wie sie aussehen, Hauptsache, sie können vorher doch Bäuche aufschlitzen.
Achso, nee, das sollten wir vielleicht nicht machen. Das hier oben war. Fluchtversuch ansehen minus. Ist schon ansehen. Naja, aber dann ist die Ware vielleicht weg. Achso, ja, stimmt, ja. Ja, aber unten ist, ich habe keine Lust auf Schere rein. Nehmt sie, ist die Ware auch weg, glaube ich. Ja, hallo. Klick. Ich habe jetzt schon zweimal, das nimmt's nicht jetzt so. Genau, wie damals beim Kaufen. Ja. Machen wir Pause. Wir haben kein Hindernis, wir könnten abhauen. Moment, drei Gegner. Wo siehst du das? Ach, das hier oben war das, ne? Drei. Feinde übrig, 3 von 3. Wir sehen noch nicht, wo sie herkommen, wahrscheinlich von hinten irgendwo. Oder? Könntest du mal ganz kurz gucken? Ich guck schon, was ist das da? Da ist das. Das ist ein Kopf von einem Stier, okay. Nee, warte, schau nochmal, war das ein Stierkopf? Ja, was sollst du sagen, wo das ist? Hörner? Könnte auch Diablo-Kopf sein, keine Ahnung. Okay, nee, ich dachte, das ist so eine Barrikade oder so, was sie manchmal haben, also so ein, wo sie in Deckung gehen können. Achso, vielleicht auch, aber in. Aber ist dann eh. Betrifft uns nicht, weil wir sind dann eh schon vorbei. Ja. Hier, das sind solche Deckungsdinger, glaube ich, ne? So Baumstümpfe ja, und sowas. Ja, könnte sein. Schau mal nach vor, ob vorne irgendwo eine Barriere kommt, was man. Nee, eine Kurve kommt. Ja, passt. Dann einfach Kohlen scheffeln. Genau, ja. Lassen wir das hin. Und die anderen, der Robert, der wird auch mitschießen. Sogar? Der Robert? Wo ist denn der? Ja, so sämtliche Fahrgäste schießen auch mit, das finde ich ganz cool immer. Echt? Außer geil. Das ist noch amerikanische Freiheit, wenn du den Zug überfallen willst. Jeder Amerikaner ist bis an die Zähne bewaffnet, ja, und die schießen aus. Halleluja. The Land of the Free. Ist da überhaupt so sowas wie Postkutschen raufkommen konnte, ist mir ein Rätsel. Die sind doch bewaffnet alle. Mann. Und wir könnten unsere Dudes auch noch anweisen, irgendwo hinzugehen. Wir wissen jetzt noch nicht, wo die Gegner herkommen, tendenziell von hinten. Also könntest du den anderen auch noch anweisen, nach hinten zu kommen? Die Frage ist, lass ich ihn hier hinten außerhalb des Waggons ohne Deckung oder soll ich ihn hier lieber ans Fenster stellen? Wie du möchtest. Stell ihn mal in Deckung. So, und der kann ja. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die oben oder unten kommen. Kannst dich mal auf die andere Seite stellen von der Tür. Da? Oder? Da. Unten links. Unten liegt da? Genau. Okidoki, so. Und er hier? Ja. Wenn wir hier, raus oder da raus, halt. Müssen wir dann halt anpassen, wo es ja. Rausgeht. Okay, dann Stoff und let's go. Gib Stoff hier. Genau, kannst gleich voll Power geben. Schnell geht die Kiste eh nicht. Okay, boah, ist aber schnell angekommen. Alter, der ist aber auch schon David. Fast down hier. Der ist erwischt worden. Der hat aber schon einen Hit abbekommen hier. Okay. Der neueste Hit von David. Heslop. Ich bin looking for chinesische Waren. Ich bin looking for so long. Aber der Zugführer sagt, es waren japanische. So, I've been gone. Ja. So, warte mal. Den dahin, den von dahin. Die da kann es sein, dass die alle schon. Ne, warte mal. Der hat. Was ist ja, blau und was ist rot? Ich würde sagen, blau ist. Achso. Ich hätte sonst gesagt, Schild und Leben oder so vielleicht, aber okay, Energie macht natürlich auch Sinn. Und der andere kommt da oben noch, okay, dann sehen wir noch nicht. Sicher, du kannst ich doch... hab auch Angst, dass der andere dann einfach von hier unten kommt und wir das einfach nur... Nee, oben war das Symbol. Oh, okay, das sind wir noch nicht. Okay, oder kommt neuer. Du kannst doch sagen, wen er triggern soll beim Angreifen. Vielleicht den David zuerst platt machen? Weil die geht jetzt beide auf den, der am nächsten ist. Ah, okay, da ist eine 30%ige Wahrscheinlichkeit. Und was ist bei ihm 40? Okay. Warte mal, hier ist aber eine 100%ige. Da war gerade 30. Okay. Okay, ja, dann geh auf ihn. Oh, der kann gar keinen vom Fenster aus. Hä? Vielleicht ist er auch zu weit weg. Weil der Busch hier macht wahrscheinlich das Feld gerade. Ja, oder er ist unschießbar. Zu weit weg. Okay. Kann natürlich sich auch am Zug bewegen und kann ein bisschen näher kommen. Wäre auch eine Möglichkeit. Okay, der David kriegt ordentlich was ab.
Sonst zieh dir ein bisschen weiter nach vor, den einen, der ganz hinten ist. Machen wir Pause. Ja. Du kannst übrigens auch Leertaste drücken. Okay. Ja gut, die Tastatur habe ich jetzt überhaupt nicht im Spiel benutzt bisher. Dann kannst du den Efren auch noch vorziehen, ein bisschen in den anderen Waggon. Im Passagierwaggon hier hin? Ja. Weil die alle eher sich auf den Fahrer fokussieren. Was ist das hier? Ach, das ist... Ah, okay, jetzt raff ich das. Das ist das Magazin. Das Magazin. Okay, und so viel Schuss haben sie noch, dann müssen sie nachladen. Das ist die Nachladezeit. Genau. Genau. Zum Glück muss man keine Munition kaufen. Gut, ich hoffe, die werden nicht so teuer hier gewesen. Ist ja Massenware hier. Alter. Da vorne kommt eine 20er-Kurve, aber wir haben eh keine 20 km/h, also passt das. Ja. So, da läuft jetzt nach vor unser Dude und schießt da mal schön drauf. Wir haben einen schon down bekommen. Wir haben nur mehr 2 von 3 Gegnern. Oh, ich glaube, der Anführer ist tot, oder? Der Anführer ist tot, Valvo. Wir haben den Heslauf umgebracht. Konnten wir nur. Oh, 20 haben wir nicht. Wunderbar. Genau. Ach komm schon, der braucht doch nur noch einen Hit da oben. Oder nicht? Ich weiß nicht, warum wir jetzt trotzdem Schaden genommen haben gerade. Vielleicht, weil wir auf Vollgas fahren? Also wir nehmen gerade permanent Schaden vorne an der Lok. Siehst du es? -3, -2. Ich nehme mal ein bisschen Gas runter. Geh mal ein bisschen auf den Hitbalken. Schau mal kurz. Moment, hier brennt. Was? Okay. Ja, gut, ein bisschen haben wir es verloren. Okay. Was ist das denn da? Das ist zum Abdocken. Das ist sehr fies, wenn das passiert. Es können nämlich die Banditen an Bord kommen und können die Waggons abdocken. Und dann stehst du auf einmal da, ohne Alm. Kriegst du richtig Speed drauf, aber die Waggons sind hinter dir, oder? Ja, da mal auf vorher löschen, genau. Ist das Löschen? Weil ich glaube, er löscht seinen Koffer. Ja, genau, okay. Das ist das Löschen-Symbol. Ganz praktisch, ne, dass man da auch... wir haben einen zweiten besiegt, ne? Hier, da genau. Fährt es von drei mal nur mehr. Vorne kommt eine 30er-Kurve, das ist... uns egal. Ja. Die triggern dann aber eh automatisch, sobald sie ihn angreifen können. Das Pferd ist auch weggelaufen, das finde ich auch ganz witzig. Ja. Nett animiert. Ist ein bisschen wie bei Civilizations, wenn der Speer gekillt wird, dass der Hund dann noch in die Wildnis zurückrennt. Okay. Wo rennt denn der jetzt hin? Hallo? Der geht zu den Kohlen, oder? Der Robert, ja, aber warum? Das mal schnell erfahren. Da holt ihr mal wieder neue Kohlen. Nee, er stellt sich vorne hin. Und schießt von vorne. Das passt schon so. Schlecht. Hallo? Eine 20er Kurve, auch halb so wild. Haut er ab? Der Drecksack. Okay, der kommt wieder. Kill den! Wo schießt der denn hin? Der schießt ums hier. Komm schon. Aber man kommt da schnell durcheinander, gerade wenn man das alleine spielt, weil man das schwer oft einsehen kann. Jetzt kommt übrigens eine Brücke. Okay, passt, wir sind am Ende. Das ist eine Brücke, die da hinten kommt. Das heißt, er kann uns da nicht mehr nachlaufen. Kannst ein bisschen mehr Stoff geben auch. Ja, ne, komm. Jetzt erschießt den Kerl endlich. Sehr schön, danke sehr. Sehr schön. Gab eine Knarre. Okay, dann haben wir das mal beschleunigt. Jetzt erschießt ihn! Das ist wie am Anfang von Jurassic Park. Erschießt ihn! So. Was wollten wir hier nochmal? Wir wollten Ware verkaufen. Moment, einmal hier hin. Aber man kommt schnell durcheinander da bei dem Kampf, weil man dann oft nicht auf den Speed schaut. Ich glaube, das hast du selber auch gemeint. Ja, ich finde die Anzeige da unten ist auch nicht so wirklich scharf. Also es ist irgendwie hervorsteht, hier ist deine Geschwindigkeit. Das sind wirklich nur so ganz kleine, dünne, zierliche Zahlen auf so. Ja, vor allem, wenn man beschäftigt ist, eigentlich gerade zu kämpfen und da guckt man da vielleicht gar nicht so drauf. Genau. Hier unser. Wir sind wieder befördert worden. Stufe 7. Wasser trinken. Wasser trinken? Vor allem aus so ein Softdrinkbecher da aus von McDonalds oder was? Das stellt 100% der Gesundheit des Charakters wieder her. Kostet allerdings einen Stufenaufstieg. Hä? Nee.
Weiß ich auch nicht gerade. Das heißt, wir würden jetzt und sofort heilen, wenn wir da draufklicken würden, oder was? Gute Frage. Bei 109 von 120 sehe ich das aber sowas von nicht ein. Nee. Beweglichkeit, was haben wir denn da? Waffen? Nachladen? Ich meine, der Blöde ist, der Reed. Eigentlich schaufelt er die ganze Zeit nur Kohlen, ne? Ja, außer wir stellen den anderen zum Kohlenschaufeln ab. Dann wären die zwei Sachen relativ brauchbar. Entweder schneller ausweichen und Waffe nachladen oder allgemein besser mit dem Revolver umgehen. Ja, er hat eigentlich eh 6 Schuss. Das heißt, bei ihm ist das Nachladetempo jetzt nicht so wichtig. Vielleicht der Revolver hält? Ja, können wir gerne machen. Präzision geht dann hoch auf irgendwann mit 9, irgendwas. Na, kritische Treffer und was Dauer. Auch immer die Dauer sein soll. Dauer. Wie lange er schießt? Obwohl, das macht keinen Sinn, er schießt so lange wie er lang Patron hat, oder? Wie lange der Perk aktiv ist vielleicht. Die Fähigkeit, dieses Feuergefecht-Fähigkeit. Okay. So, hätten wir das auch mal. So, wir sind in New York und wollen nach Buffalo. Ja. Was haben wir denn in New York, was Buffalo so gerne haben möchte? Nö. Ja. das war Öl. Ja. Öl würde gehen. Nee. Hier, das würde auch noch gehen. Tabak. Richtig ordentlich. Also die Gewinnspanne. Und es ist hier ein Verbrauchsgut. Keine Ahnung, ob das irgendwie... Magst du zuerst schauen, ob wir noch eine Quest kriegen? Oh, das können wir natürlich auch. Wir müssen halt warten, bis es aufsperrt. Aber... Sollte aber wie hast du gesagt, so und bis zur Öffnung, genau. So. Genau. Richmond, Werkzeug, Portland, Buffalo, da. 5 Tage. 5 Tage, ja, glaube ich. Sollte passen. Baumwolle. Boah. Hätten wir doch alles, ne? Und vom Herrn Landry, da ist er wieder. Eugene Landry, der Urgroßvater von der Discovery Landry. Annehmen. So, wir können jetzt aber trotzdem noch weitere 6 Einheiten von irgendwas mitnehmen. Ja. Buffalo da. Okay. Also wir hatten gesagt, entweder Tabak ist gut. Öl ist gut. Das Öl ist auch gut. Das dritte. Ja. Stimmt, oder? Tabak, ja, würde auch gut gehen. 7, 31. Kauft sich auch gut. Oder das hier, die Stoffe. 8,39. Ja. Ich würde sagen, ist Stoffe wahrscheinlich das Beste, oder? Stoffe, it is. Feuergefahr hoch. Ui. Wir sind so gut wie tot. Ja, wir sollten dann vielleicht, wenn wir in Buffalo sind, einmal den Zug auch reparieren. Der hat jetzt ja, glaube ich, auch einiges abbekommen. Es gibt übrigens auch im Post Office ab und zu was, so Briefe zuzustellen zum Beispiel. Okay. Also nicht nur Zeitungen, sondern auch Briefe, aber da nicht. Gerade nicht. Dein Waggonscrew war Aufgabe. Nee, wenn, dann wird es dastehen. Was ist denn das hier? Achso, Tagebuch, okay. Bank. Wie ist dein Tagebuch? Manche tun das, ich nicht. Du hast es gerade gelesen. Ich war versehentlich draufgeklickt, aber nicht gelesen. Ja, genau, das sagt die Mutter auch immer. Du hast mein Tagebuch gelesen? Ich habe so versehentlich fiel's runter, eine Seite blätterte auf und meine Augen haben ganz versehentlich Buchstaben in Reihenfolge abgetastet. So lief's doch. Mhm. Haben wir noch Leute zum Mitnehmen? Hast du Tagebuch geschrieben früher? Ja. Echt? Okay. Als Kind schon. Ich habe mich immer gefragt, was man davon hat. Oh, warte mal. Dass man noch... später mal liest und sich denkt, boah, was da alles passiert ist. Und wenn man es heute machen würde, aufstehen, arbeiten, schlafen. Oh. Buffalo. Bringe Nancy Bailey. Ja, die hat den berühmten Bailey erfunden. 9 Tage passt gut. Ja, das sieht doch gut aus. Ausgezeichnet. So, jetzt sind wir aber sowas von voll. Ausgezeichnet. Mr. Burns.
Buffalo. 4 Tage. Jetzt sieht gerade noch so aus hier. Nee, jetzt nicht. Ah, warte. Okay. Lager betreten wäre auch gegangen, aber... Ja, wir sind voll. Ja, wir hätten ja was kaufen können. Wir hätten ja Waffen oder so kaufen können. Oder verkaufen. Na, wer klickt einfach mal wieder drauf, der andere, natürlich. Ich find's aber auch toll, dass du so echt so 10 Sekunden, nachdem ich geklickt hast... Ja, nein! Weißt du, vorher war in des ganzen Textes kein Wort mit... Ja, betritt mal ja, das Lager. Ja, weil ich gerade gelesen hab. Und ich dachte außerdem, dass du vorliest. Und dachte, okay, da kommt nichts. Gut, dann lese ich selber. Okay, er klickt. Wir müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Offensichtlich. So, okay. Einmal, ich glaube, ja? Hier abgeben. Wunderbar. Und tschüss. Klink, klink. Beendet, beendet. Sehr schön. Bringe Graham. Graham da. Haben Sie schon von meinem Geschäftspartner Simon Keefs mit Simon gesprochen? Von ihm erhalten Sie die letzte Kiste mit japanischen. Japanischen! Nicht chinesisch! Japanischen! Kunstgegenständen. Hier ist die Kiste. Haben Sie Informationen über Robert sammeln können? Haben wir den nicht schon dabei, den Robert? Das war doch unser Bruder, oder nicht? Ja, wir haben 10 Brüder, glaube ich. Das sind alle Robert. Robert ist. Der erste Robert, der zweite Robert, der dritte. er arbeitet momentan an der Bahnstrecke Buffalo Cleveland. Ja, da waren wir schon. Danke für die Hilfe. Okay, so, weg damit. Verlorener Ehemann finde Elio. Was hat das denn noch? Okay, Ziel ist dann, fahren nach Sie nach Washington. Okay, passt, das haben wir nach wie vor. Okay. In den zentralen Staaten nach ihm Ausschau halten, etwas Geld und Erfahrung. Okay, naja, wenn wir ihn zufällig finden. Ist das auch derjenige, der hier, gab doch mal einen Film mit so Denzel Washington, The Book of Eli oder so. Ist das der? Vielleicht. Alter, wir haben hier einen Ruf von 72. Krass. Ich habe heute mal angefangen, die Folgen zu betiteln. Und Folge 2 oder 3 war erstmal so mega Annehmlichkeits- oder Ansehensprobleme, weil wir keine Stadtaufträge annehmen konnten, weil wir einfach so oft dann vergeigt haben, dass wir überall entweder auf 0 oder Minus oder so 8 Ansehen waren. Und hier lecken sie uns die Füße. Ja. Reichen wir uns frisches Obst. Wie schaut's denn übrigens mit der Folgenlänge aus? Ach du Heilige, haben wir schon so viel gemacht. Ja, Freunde, besten Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Aber du wirst es kaum glauben, es sind schon wieder 42 Minuten. Jedes Mal, aber dieses letzte Mal. Das ist doch die Star Trek-Zahl, oder? Nee, Star Trek ist 47. 42 ist aus Per Anhalter durch die Galaxie. Ah. Der Sinn des Lebens, 42. Okay. Liebe Leute, ihr kennt den Sinn des Lebens. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.